Sie sind klein, fällig und wuschelig, die kleinen Katzen im Lossower Katzenhaus. Und genau dieses Katzenhaus feierte ein Frühlingsfest, um Spenden für die liebsten Tiere zu sammeln. Mehr im Bericht. So sieht sie aus, die Ahnengalerie des Lossower Katzenhauses. Viele liebe Tiere konnten sich schon in treue Hände begeben, aber immer wieder kommen ausgesetzte Katzen dazu. Ich wünschte mir auch weiterhin viel Engagement weiterhin für unsere Tiere, für unsere Katzen. Im Katzenhaus herrschte reges Treiben. Während sich einige weiche Kätzchen genussvoll streicheln ließen, suchten sich andere Tierchen eher ein ruhiges Plätzchen und beäugten das Geschehen misstrauisch. Die Besucher hatten sichtlich Freude daran. Ich bin sehr, sehr tierlieb und kann mir leider keine Katze halten. Mein Mann hat Allergie und da ist das ein Problem, ja. Aber auch auf der großen Wiese vor dem Lossower Katzenhaus wurde am 23. Mai in guter Tradition ein Frühlingsfest gefeiert. Neben unterhaltsamer Musik von den Wiechern-Musikanten gab es vor dem idyllischen Dorfteich noch dies und das. Wir haben also im Moment ein Tier relativ sicher vermittelt, ein Tier haben wir vermittelt, was sich aber leider nicht fangen ließ durch den Stress, werden wir dann hinterher nach Hause bringen, das können wir schon klar. Aber wie ihr sagt, es ist heute auch nicht das Wichtigste, sondern heute ist Öffentlichkeitsarbeit der Schwerpunkt gewesen und ich denke mal, die Spenden sind gut, die angekommen sind und da freuen wir uns schon sehr über die Zusprache. Die auf Spenden angewiesene Einrichtung konnte neben zahlreichen Futterspenden auch das Interesse zahlreicher Tierfreunde gewinnen und wieder einmal positiv von sich reden machen.